Bei mir ist Dr. Jens Erhardt von der DJE Capital AG. Herr Dr. Erhardt, schönen guten Tag. Schauen wir auf das Börsenjahr 2014 voraus. Die Konjunktur spricht ja eine positive Sprache im Januar. Sehen wir am IFO-Index beispielsweise ja auch wieder, der wieder mal angestiegen ist, deutlicher als man das erwartet hat. Ist das ein guter Vorbote für ein gutes Konjunkturjahr 2014? Naja, also die Börse hat natürlich noch nicht so ein gutes Signal gegeben wie der IFO-Index. Ich glaube, dass wir Januar und Februar, um es auch gleich vorweg zu sagen, noch nicht so gute Börsen haben werden. Denn dieser Januar-Indikator, der zieht sich manchmal doch etwas hin. Zum anderen glaube ich auch nicht, dass wir ein Bestjahr kriegen. Also es wird wahrscheinlich so ein volatiles, holpriges Jahr werden. Wir werden uns wahrscheinlich so mehr an Volatilität gewöhnen müssen. Letztes Jahr war ja doch verhältnismäßig gleichmäßig, ging es da an den meisten Börsen hoch. Einfach Umsetzung der neu gedruckten Gelder gewissermaßen. Aber dieses Jahr wird zumindest in Amerika weniger gedruckt und die Bewertungen sind zum Teil eben etwas luftig, so dass es nicht so in dem Stil weitergehen kann. Aber trotzdem würde ich jetzt keine Besser ausrufen. Dieser rasante Anstieg, den wir gesehen haben an den Börsen, bietet ja so ein bisschen Enttäuschungspotenzial in diesem Jahr. 2014 ging es zu schnell rauf. Also ist sicherlich einiges vorweggenommen worden. Ich meine, die Gewinne sind ja in den meisten Märkten im letzten Jahr so gut wie gar nicht gestiegen. Kaum durch die Aktienrückkäufe ist dann pro Aktie ein bisschen mehr herausgekommen. Aber im Wesentlichen ist der Anstieg durch eine Heraussetzung der Kursgewinnverhältnisse passiert. Und das ist jetzt nichts Ungesundes. Wenn viel Geld da ist und die Zinsen unten sind, dann ist das eigentlich normal. Also wenn eben Anleihen nur 1-2% Zins bringen, dann bringen Aktien eben auch weniger Dividendenrendite. Und dann sind dafür höhere Kurse notwendig. Also so simpel ist es einfach. Aber es ist natürlich auch kein Prozess, der so weitergehen kann, zumal die Zinsen sich ja nicht weiter senken lassen. Und dieses Jahr im Rentenmarkt sicherlich auch, ist ähnlich wie im letzten Jahr, ziemlich, mal sagen, ja, kein einheitlicher Trend sein wird. Nicht? Letztes Jahr konnte man mit Staatsanleihen ganz gut Geld verlieren und mit irgendwelchen Unternehmensanleihen, die schlechteste Bonität, da wieder mehr verdienen oder auch mit europäischen Peripherieanleihen, die ja von der Qualität nun zumindest bei einigen Ländern nicht so sonderlich gut ist, da konnte man eine Menge verdienen. Also ich glaube, auch in diesem Jahr wird es so heterogen sein, dass also kein einheitlicher Zinsheraufsetzung oder Herabsetzungstrend da ist, wie das ja sonst normalerweise so üblich ist. Also Rentenmarkt auch nicht generell negativ, aber trotzdem wird nur, wenn man nur kleine Brötchen backen können dort und da, wo es letztes Jahr ganz gut war, wie in der Peripherie, wird sich, glaube ich, wenig holen lassen, sondern eher zum Beispiel, wo es im letzten Jahr schlecht war, wie bei ganz langen amerikanischen Anleihen, also 30-jährige Anleihen bringen da 3,7% Zins. Also das ist wahrscheinlich schon irgendwas, was einige Leute gerade bei doch sonst etwas wackeligerem Umfeld als Käufer hervorlocken könnten. Oder auch wenn man etwas mutiger ist, Brasilien, da sind die Staatsanleihezinsen jetzt 11-12%. Und auf Landeswährung, da hat man natürlich die Gefahr, dass die Währung runtergeht. Aber bei den Zinsen ist da zumindest ein gewisser Ausgleich über die Verzinsung da. Und mit etwas Fortune hat man vielleicht auch noch eine stabile oder sogar steigende Währung. Also es wird wahrscheinlich auch in diesem Jahr an den Bondmärkten auch ein paar Möglichkeiten geben. Aber ich bin mehr Aktienmann und ich denke, die eigentlichen Bewegungen werden natürlich am Aktienmarkt dieses Jahr sein. Die natürlich aber auch wieder von den Notenbanken ausgelöst werden, die Bewegungen. Die Bank of Japan und die Fed, die schießen immer noch Milliarden in die Märkte, auch wenn die Fed langsam zurückfährt. Mario Draghi wehrt sich ja noch so ein bisschen, die Schleusen ganz zu öffnen. Wird er dem Druck irgendwann nachgeben müssen? Muss auch er noch mehr Geld in die Märkte reinschießen? Ja, also wie Sie sagen, Japan wird sehr viel gedruckt, inzwischen wahrscheinlich bald mehr als in Amerika und bezogen auf die Volkswirtschaft dreimal mehr. Also deswegen meine ich eigentlich, dass Japan schon dieses Jahr ein Markt sein sollte, der besser abschneidet als andere. Was Europa anbelangt, hätte der Herr Draghi sicherlich gerne einen Grund, um auch dem Süden Europas unter die Arme zu greifen. Aber solange die Konjunktur sich bessert, ist es natürlich schwierig, da einen Grund zu finden. Jetzt wird die Deflation ausgegraben als Grund da. Aber auch da, denke ich, sollte man die Risiken nicht so überschätzen. Also ich sehe noch keine Deflation jetzt in Europa. Das kommt durch die Ölpreise, dass die Inflationsraten runtergehen, allein schon, dass die einzelnen Länder ihre Gebühren, staatlichen Gebühren so erhöhen. Dadurch haben wir schon Inflation und man kann auch nicht mehr so ganz generell von Inflation und Deflation überhaupt sprechen, weil einige Bereiche wie Immobilien wahrscheinlich weiter hochgehen und andere Bereiche wie
Gewisse Importgüter, nicht der Euro war die stärkste Währung in der Welt letztes Jahr, dann sinken die Importpreise, dass man da eine Deflation eben hat. Also das ist beides nebeneinander her. Und ich denke, dass man auch nicht sagen kann, es droht eine schreckliche Deflation oder schreckliche Inflation. Das ist beides noch nicht so in Sicht. Aber man sollte auch die Inflationsrisiken auf mehrere Jahre Sicht auch nicht völlig wieder vergessen. Also wir haben nicht eine völlig neue Zeit. Ich glaube, wenn die Notenbanken wirklich international weiter drucken und irgendwann der Draghi auch druckt, dann wird sich das schon irgendwann auch mal in der Teuerung auswirken. Aber im Moment sieht man da noch nichts. Dann abschließende Frage. Sie haben gesagt, bei den Aktienmärkten wird es zwar unter Volatilität, aber trotzdem eine positive Bewegung geben. Kein besseres Jahr 2014. Auch an den Bondmärkten ist einiges zu holen. Wie sollte man sein Depot strukturieren? Wie viel von welcher Anlageklasse? Ja, das ist natürlich eine Geschmacksfrage. Also ich bin ein Aktienmann. Ich denke immer, möglichst viele Aktien sind unterm Strich dann am Schluss am besten. Die Deutschen lieben ja immer irgendwas, was jedes Jahr gleichmäßig hohe Verzinsung bringt und sich im Kurs nicht ändert. Dann landet man am Schluss bei Madoff oder Procon dann, nicht? Also ich bin da mehr der Aktienmann, der ab und zu dann einiges aushalten muss. Aber unterm Strich ist das dann doch besser. Manchmal dauert es leider länger, als man sich wünscht. Aber die Wirtschaft wächst eben doch weltweit und deswegen denke ich, sollte man auch dieses Jahr wieder eher sich auf den Aktienmarkt konzentrieren. Sicherlich so etwas am Bond-Bereich. Ich habe ja gerade zwei Möglichkeiten, die vielleicht exotisch sind, angesprochen. Gerade für die Deutschen muss natürlich auch immer auf den möglichen Währungsverlust achten. Aber so etwas einstreuen kann man, glaube ich, so etwas. Aber jetzt nun zum Beispiel deutsche Staatsanleihen zu kaufen oder auch Industrieanleihen, das bringt eigentlich überhaupt nichts mehr. Also in Amerika ist zum Beispiel die Hälfte aller Industrieanleihen ist jetzt mit Junk, also mit sehr schlechter Qualität bewertet. Also da würde ich mich nicht wohlfühlen, zumal die Zinsen dort eben auch sehr niedrig sind. Wenn da mal in Amerika eine schlechte Konjunktur kommt und das ist für spätestens 2016 auch wahrscheinlich, dann werden diese Anleihen in den Keller gehen, zumal eben so viele solche Anleihen ausgegeben wurden wie noch nie. Also man ist im Grunde bei festverzinslichen Papieren nicht unbedingt sicherer als bei guten Aktien. Also, aber welche Aktienmärkte? Ja, also ich denke, es ist ein Stockpicker-Markt auch wird dieses Jahr, dass man also schon nicht sagen muss, die und jene Börse ist nun ganz klar nach oben, dass man da nichts falsch machen kann. Im Grunde war schon das letzte Jahr eigentlich ein Stockpicker-Markt. Diese sogenannte Advanced-Decline-Linie in Deutschland liegt jetzt also auf einem Niveau von 2012 Frühjahr, also eher wieder unten, was eigentlich auch heißt, dass es in Deutschland sehr darauf ankam, die richtigen Aktien zu haben. Es gab Zeiten, also die erinnere ich noch sehr gut, wo man so ziemlich alles kaufen konnte, so geht Butter, geht Käse, sagte man damals, und da konnte man nicht viel falsch machen. Aber letztes Jahr, wenn man eben doch Versorger oder K&S oder gab es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, zu hoch drin hatte und Deutsche Post oder Allianz, Conti zu wenig hatte, dann sah das Ergebnis eben auch sehr schlecht aus, ne? Oder vergleichsweise schlecht. Also man kann eben, glaube ich, auch dieses Jahr wieder einiges gut oder schlecht machen, weil zunehmend solche schon im letzten Jahr in Deutschland zu beobachtenden Stockpicker- oder Einzelbewegungsaktionen zu sehen waren. Und da, glaube ich, eignet sich Deutschland durchaus schon immer, dass man da einiges findet. Japan als Markt, denke ich, ist wahrscheinlich richtig. Und die Schwellenländer, gut, das ist so ein bisschen das fallende Messer, wo man noch etwas vorsichtig sein muss. Aber rein bewertungsmäßig sind einige Märkte da auch tief. Ich würde mal auf Corporate Governance achten. Da würde ich also Russland zum Beispiel trotz PEs von 4 oder so bei Staatsunternehmen nicht kaufen. Aber Hongkong, wo die Corporate Governance im Allgemeinen sehr gut ist, könnte man sich das eine oder andere durchaus mal anschauen. Auch wenn das schon die letzten Jahre zugegebenermaßen enttäuschend war. Aber die Bewertungen sind teilweise jetzt so niedrig da wie im August 1982, als ich noch erinnere, als diese Weltbörsenhaus eigentlich losging und wirklich alles geradezu verschenkt war. Also, aber wann es so wirklich losgeht, das weiß ich auch nicht, deswegen würde ich nochmal warten. Also ich bin auch mal jemand, der lieber auf dem fahrenden Zug springt, als ins fallende Messer greift. Und deswegen lieber ein bisschen was verpassen da und damit dann auf Momentum warten hier. Vielen Dank für den Überblick, Dr. Jens Erhardt.